Heinrich der 13. Prinz Reuß ist der Spross eines alten deutschen Adelsgeschlechts. Jetzt gilt er als mutmaßlicher Anführer einer rechtsextremen Terrororganisation. Was skurril anmutet, ist brandgefährlich. Ich glaube, dass wir einen Fehler begehen, wenn wir diese Person belächeln oder verharmlosen. Wir haben es hier mit jemandem zu tun, der offenbar entschlossen war, das politische System der Bundesrepublik zu beseitigen und dafür Leute um sich geschart hat, um diesen Plan irgendwann verwirklichen zu können. Der 71-jährige Immobilienunternehmer pendelte zwischen seiner Wohnung im Frankfurter Westend und einem Jagdschloss in Bad Lobenstein in Thüringen hin und her. Dort sollen auch die Umsturzpläne geschmiedet worden sein. In der Adelsfamilie Reuß sorgt seine Festnahme für Entsetzen. Er sei nur ein entfernter Verwandter, heißt es, gerade mal Platz 17 in der Rangfolge. Er war vor 30 Jahren ein recht moderner, in der Zeit stehender, schwungvoller Unternehmer. Und er hat sich natürlich über Enttäuschungen radikalisiert. Wie sehr radikalisiert, das zeigte sich 2019 bei einem Auftritt vor Vertretern aus Wirtschaft und Politik in Zürich. In seiner Rede behauptete er unter anderem, Deutschland sei seit dem Zweiten Weltkrieg kein souveräner Staat mehr, sondern werde von Alliierten verwaltet, Ansichten, die auch viele Reichsbürger teilen. Wir waren 850 Jahre lang ein, glaube ich, tolerantes, weltoffenes Fürstenhaus in Ostthüringen. Und jetzt sind wir in der ganzen Welt bis nach Amerika Terroristen und Reaktionäre. Das ist ganz fürchterlich. Mit Hilfe seiner Adelsherkunft ist es ihm offenbar gelungen, ein Netzwerk mit Anhängern aus den unterschiedlichsten Milieus aufzubauen. Aufgrund der Tatsache, dass Reichsbürger davon ausgehen, dass das Deutsche Reich noch existiert, spielen Adelige für sie per se eine große Rolle, weil die führende gesellschaftliche Schicht in dieser Zeit gewesen sind. Darum ist jemand, der mit einem Adelstitel ausgestattet ist, eine Person, die in Reichsbürgerkreisen über eine hohe natürliche Autorität verfügt. Die Behörden müssen jetzt prüfen, wie er so viele Mitstreiter um sich vereinen konnte und wer die Gruppe finanziert hat. Denn für die Ermittler ist klar, Heinrich der 13. Prinz Reuß ist kein adliger Spinner, sondern ein hochgefährlicher Kopf einer Terrorbande.